Olivisia Hermann Schmittendorf, herzlich willkommen in unserem Programm. Ich stehe hier vor dem Bahnhof von Bad Orb. Der Bahnhof ist ein Kulturdenkmal, doch seit 1995 fahren hier keine Züge mehr. Keine normalspurigen Züge, denn dem Eisenbahnenthusiasten Rolf Jirowitz ist zu verdanken, dass hier an dem Wochenende doch noch ein Schmalspurzug mit einer Dampflok fährt. Rolf kenne ich seit etwa 30 Jahren, seit er begann, von einer eigenen Bahn zu träumen. Dazu kaufte und reparierte er eine Dampflok, baute eigene Personenwagen und übernahm von der Stadt Orb diese Bahnstrecke, die er mit einigen Freunden auf 600 mm Spurweite umbaute. Gleich fahren wir mit seinem Zug. Viel Spaß! Als wir diese Region besuchten, war an der nahegelegenen normalspurigen Eisenbahn gerade das Stationsgebäude in Renovierung. Es steht unter Denkmalschutz. Wächtersbach ist eine deutsche Kleinstadt von etwa 12.000 Einwohnern an der historischen Handelsstraße Via Regia von Leipzig nach Frankfurt am Main. Die Bahnlinie führt von Hannover im Norden über Fulda und Hanau zur Hauptstadt des Bundeslandes Hessen, Frankfurt am Main, und weiter nach Würzburg in Bayern. Diese Strecke ist so gut ausgelastet, dass über eine Begradigung verhandelt wird durch den Bau einzelner Neubauabschnitte. Dadurch sollen hier mehr Züge schneller fahren können. Welche der möglichen Varianten zur Realisierung kommt, wird derzeit in Beratungen mit der örtlichen Bevölkerung und den zuständigen Behörden konsultiert. Immer schneller und moderner soll es also werden, auch in Wächtersbach. Früher gingen von hier aus noch mehr normalspurige Bahnlinien ab. Von 1898 bis 1967 gab es eine 32 Kilometer lange Bahnstrecke über Bierstein zur Endstation Hartmannshain, dem zur damaligen Zeit höchstgelegenen Bahnhof in Hessen. Dort gab es Anschluss an andere Bahnlinien der Region. Diese Bahnstrecke betrieb vor allem Güter- und Arbeiterverkehr der anliegenden Fabriken. Aber auch hier gab es noch mal etwas. Genau. Als diese Gleisblockade noch nicht bestand, führte hier das Gleis 3a von der Hauptstrecke weg ins Land. Die Strecke führte 9 Kilometer lang als eingleisige Stichstrecke zum nahegelegenen Kurort Bad Orb. Eröffnet wurde diese Anschlussbahn am 23. Mai 1901. Sie diente vor allem dem Transport der Kurgäste nach und von Bad Orb und der Holzabfuhr von Bad Orb. In Bad Orb selbst entstand ein repräsentatives Empfangsgebäude im Art Deco-Stil. Eigentümer der Bahn war der Landkreis. Doch die zunehmende Motorisierung der Bevölkerung ließ den Kundenkreis der Bahn ab Mitte der 1970er Jahre mehr und mehr schrumpfen. Am 4. März 1995 wurde der Bahnverkehr beendet. Wir sind in Bad Orb, einem idyllischen Kurort mit etwa 10.000 Einwohnern. Gleich gegenüber dem Bahnhof an der Bahnhofsstraße hatten wir Unterkunft und Verpflegung im Landgasthof zum Heidekrug gefunden. Die Speisen dort waren lecker, das Personal sehr freundlich. So waren wir gut ausgeschlafen und gespannt auf die Retter der historischen Eisenbahnstrecke. Vor dem traditionsreichen Bahnschuppen herrschte reges Treiben. Es galt, die Wagen und die Dampflokomotive für die Fahrt vorzubereiten und sie zusammenzukuppeln. Thank you.
Initiator und bis heute guter Geist der Bahn ist Rolf Hirowetz. Er fährt seine Lokomotiven auch selber. In einem Fotoalbum hat er wichtige Etappen der Geschichte seiner Eisenbahn zusammengestellt. Das war also praktisch das Einzige, was Originalteil ist. Ja, und die Seitenwände, ne? Seitenwände sind ja vom D-Zug, D-Zug-Wagen. Und deswegen so solide? Die halten ewig. So hat es im Schieberkasten ausgesehen, wie ich sie gekriegt habe. Boah, Schott, ne? Ja, so hat es dann danach ausgesehen. Ja. Yeah. Wenn ich was mache, wird es gründlich gemacht und richtig. Vom ganzen System her ist alles bis das Schönste, was es im Eisenbahnwesen gibt. Ja. Ja, ja. Weil hier ist eine gewisse Historie und hier ist was auf der ganzen Welt liegt, ist eine selbstgebaute Eisenbahn, die eine Eisenbahnzulassung hat. Der heute 80-jährige Bahnenthusiast Rolf schaffte es damals mit der Stadtverwaltung einen Deal abzuschließen. Die Stadt überließ ihm für 1 Euro Pacht das Gelände und die Strecke der Eisenbahn. Für eine Renovierung der Gleise in Normalspur fehlte das Geld. Aber Rolf träumte sowieso seit Jahren von einer Schmalspurbahn. Also baute er die Gleise auf 600 mm Spurweite um. Auf dem Bahnhofsgelände kann man es noch sehen, die Gleise liegen auf den alten, viel breiteren Normalspur-Holzschwellen. Am 26. Mai 2001 ging das erste Teilstück der Bahn wieder in Betrieb. Ab 2006 wird die gesamte Strecke von Bad Orb bis nach Wächtersbach befahren. Der Saisonbetrieb findet an Sonn- und Feiertagen von Ostern bis Ende Oktober statt. Dies ist keine kommerzielle Bahn, doch die Bahnfreunde halten ihre Fahrzeuge penibel in Schuss. Dampflok und Waggons sind sogar eine Seltenheit auf kleiner Spur durch das Eisenbahnbundesamt in Bonn technisch abgenommen. Der Zug fährt an den Bahnhof heran. Die Passagiere steigen ein. Rolf legt noch einmal ordentlich Kohle ins Feuer. Vorsicht. Auf der Plattform hin, auf der letzten ist ein schönster Helmut. Da zieht es nicht. Hab ich das letzte Mal nachgemacht. Das war praktisch ein Torso gewesen. Ne? Und was du hier siehst, ist angefertigt worden. Geschmiedet und Armaturen, alle zusammengesucht und muss alles passen. Die ganze Rohrleitung gelegt und alles. Da war nichts dran. Das war ein ganz nackter. War praktisch nur der Kesselführerhaus, Rahmen und die Räder. Und Gott sei Dank, die Stangen waren noch dran. Aber ja. Sonst, was Buntmetall war alles ab. Das war hier drin, nackt. Kein Manometer, gar nichts drin. Und jetzt hast du sogar hier so eine zentrale Schmierung ja, da. Ja, hör mal, was meinst du? Mein Hirn arbeitet hier. Da werden die Kolbenstange mitgeschmiert, die Schieberstange. Die Zylinder werden mitgeschmiert, der hat hier nur Dochtschmierung auf den Zylinder gehabt. Das geht doch gar nicht, sowas.
für die Laufleistung tröpfchenweise bringt er nichts. Das war wichtig. Ich hatte erst vorne am Zylinder sitzen gehabt. Und da habe ich gesagt, damit ich das besser in Kontrolle habe, setze ich mir den Führer aus. Ja. Und da ist auch wärmer. Und für die Bremse hast du auf jedem Wagen einen stehen, der auf Signal bremsen würde? Jeder Wagen ist gebremst und bei dreimal Pfeifen werden die Bremsen angelegt. Da gucke ich die erst, da gebe ich dir ein Zeichen und dann lege ich die Bremse an. Aber brauchen wir nicht, die Lok bremst. Nur halt, wenn sie mal die Schienen nass sind, das ist glitschig. Also Herbst. Dann sage ich immer, bleibt eine Bremse. Ja. Und weil du machst hier die Bremse so, auf einmal hörst du nichts mehr. Die Lok steht, die Räder. Ich sage immer, wenn du ein bisschen Petroleum und Öl und Öl benutzt und tust alles warten und richtig halten, ist billiger, wie als wenn du Teil nachfräsen musst. Öl und Petroleum, genau wie die Lok auch. Immer Öl dabei. Weil da werden die schon längst ausgelaufen, wenn ich das mit Waschmittel die Ware sauber machen würde. Ja. Dann mache ich Öl-Petroleum gemischt, dann hat jeder einen Besen mit dem Eimer und dann wird von oben runter wird. Und dann geht's, da die alle machen mit dem Lappe hinten nach. Ja. Da stehen die Ware da wie neu. Ja. Also fahre ich jetzt schon hier auf der Strecke 22 Jahre. Ohne irgendwie ein, das ist ja nie liegen geblieben. Funktioniert alles. Die wird jede Woche, mittwochs wird sie sauber gemacht, mit Staubsauger, die Feuerung, alles, die Rohren. Dann wird die Lok geputzt, dann steht die wieder da wie neu. Und dann fährt die sonntags wieder. Weißt du, es gibt ja die meiste fahren ja von Frist zu Frist, ne? Ja. Schwachsinn ist das. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Gab es schon mal Ausfälle während der Fahrt? Wie hoch das ist? Habe ich eben gerade erklärt. Dank meiner Pflege gibt es sowas nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Sehr gut. Gott sei Dank. Ja, so soll es sein. Ne? Über so viel Liebe zur Dampflok freute sich auch unser Redaktionsmaskottchen Ernie. Die Fahrt geht los. Kurz hinter dem Bahnhof gibt es schon den ersten Straßenübergang. Aus den Normalspurzeiten gibt es hier eine elektrische Eisenbahnschranke. Doch für den Verein ist es zu teuer, diese Einrichtung zu unterhalten. Also ist sie ausgeschaltet und den Verkehr regelt der Heizer mit einer Flagge. Nach diesem Abschnitt unterquert die Bahn eine Autobahn in einem Tunnel, überquert eine Bundesstraße mit einer einfachen Brücke und kommt an diese idyllische Stelle. Man sieht, die normalspurige Bahnstrecke nach Wächtersbach ist schon nah.
Na bitte, wie auf Bestellung kommt auf der großen Bahn ein ICE vorbei. Alle Passagiere steigen aus, auch die, welche gleich zurückfahren wollen. Bei Rangierarbeiten müssen die Wagen leer sein. Schon wieder ein ICE. Wir beginnen zu verstehen, warum diese Strecke modernisiert werden soll. Dann wird es hier noch mehr Zugverkehr geben. Die Dampflok setzt sich an die Spitze des Zuges und drückt die Wagen zurück an den Bahnsteig. Dann können alle wieder einsteigen. Wir durchfahren den Tunnel unter der Autobahn. Jetzt beginnt ein besonders idyllischer Abschnitt der Bahnstrecke.
Wir sind zurück am Bahnhof in Bad Orb. Jetzt kommt aus Emmas Rauchkammer der kulinarische Höhepunkt für die Dampflokfreunde, ein leckerer Braten. Wir wünschen guten Appetit und weiterhin viel Spaß auf dieser tollen Eisenbahnstrecke. Wir sind wieder zurück in Bad Orb. Für heute ist das alles in unserem Magazin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.